Ich hatte einst eine Familie. Eine Frau. Die sind wunderschön. Und einen Sohn. Und ich begrub sie. Sie und jeden, der mir nahe war. Nein! Was ist mit mir passiert? Bin ich tot? Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Wir sind verbunden, Talion. Mein Leben und deines. Wer bist du, Geist? Ich formte die Geschichte Mittelerdes. Ich fertigte die Ringe der Macht. Celebrimbor, der größte Schmied des zweiten Zeitalters. Sauron täuschte dich und brachte dich dazu, die Ringe zu schmieden. Er hat dich und deinen Nächsten gefoltert. Vielleicht ist es dieser Schmerz, der uns verbindet. Ich hätte mit meiner Familie sterben sollen. Ich dachte, du wolltest Vergeltung. Doch es gibt nur einen Weg, den Kreis zu schließen. Sauron muss besiegt werden. Die Zeit ist reif für einen neuen Ring. Die Welt der Menschen. Sie erlischt. Ich habe es gesehen. Es gespürt. In den Feuern des Schicksalsberges schufen ein Waldläufer und ein Geist im Tode vereint. Das eine, das den dunklen Herrscher herausfordern könnte. Einen Ring der Macht. Doch Macht kann jene blenden, die sie begehren, und auch die stärksten Bande können brechen. Die Zukunft, die ich sah, darf niemals eintreten. Celebrimbor! Der Tod ruft erneut nach dir, Waldläufer. Wie lautet deine Antwort? Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Was ist, Liebste? Vergangenes ist vergangen. Es lässt sich nicht ändern. Wir müssen hier weg. Wir können gehen, jetzt! Du kommst zu spät. Wir sind bereits tot. Nein! Der Geist ruft dich. Ich rufe dich. Geist! Wo bist du? Talion, ich werde dich finden.
müssen sie bezwingen. Ich werde ihn töten. Auf jeden Fall. Ich muss leise sein. Tyon. Tyon. Diese Orks machen sich für den Krieg bereit. Hat es getan, kein gutes Essen mehr. Spinnen zählen nicht. Waldläufer. Was war das? Ja, und die letzte Worte. Schnell, Talion, rette mich. Ich töte dich! Das hört sich nicht gut an! Du suchst den Geist. Er wartet. Doch wie lange noch? Celebrimbor, was hat man dir nur angetan? Du hast uns warten lassen. Lass ihn frei! Eine Spinne lässt ihre Beute nicht gehen, Waldläufer. Nicht, bis sie etwas Wertvolleres im Austausch dafür erhält. Ich habe dich nicht ohne Grund hergerufen. Du wirst ihn mir zurückgeben. Sofort! Du bist tapfer. Für einen Menschen. Doch es ist nicht dein Schwert, das ihn retten wird. Wie viel bist du bereit zu opfern? Zu Ich habe bereits alles aufgegeben. Noch nicht alles. Noch nicht. Du willst den Ring? Du könntest ihn mir für den Geist geben. Um dann neben ihm in deinem Netz zu erwachen? Ich bin Kandra und ich halte mich an mein Wort. Ich würde ihn auch nicht hergeben. Warte! Tali! Nein! Hier hast du ihn. Ich bin beeindruckt, Waldläufer. Er muss dir viel bedeuten. Hol deine Marionette, bevor sie stirbt. Ich gab meine Lebenskraft für diesen Ring. Dann müssen wir ihn zurückholen. Kanka! Der Krieg
Krieg, den du suchst, ist nicht hier. Der Ring ist verloren. Nun geh nach Minas Ithil und zu den Armeen des dunklen Herrschers. Suche den Palantir. Sauron wird nicht einhalten, bis ganz Mittelerde in seiner Gewalt ist. Der Palantir muss geschützt werden. Minas Ithil. Ich muss wissen, ob Kankras Vision wahr ist. Die Spinne sprach die Wahrheit. Gondors letzte Festung in Mordor darf nicht fallen. Der Palantir hat oberste Priorität. Wir müssen ihn finden, bevor er Sauron in die Hände fällt. Mit ihm sind seine Armeen unaufhaltbar. Das Schicksal der Stadt ist egal. Ich werde nicht zulassen, dass sie abgeschlachtet werden, wie meine Brüder am Schwarzen Tor. Wir müssen etwas tun. Die Hauptmänner auszuschalten, sollte den Gondoranern Zeit verschaffen. Und sie könnten uns zum Palantir führen. Finden wir einen Wurm und verhören wir ihn. Palantir, was weiß ich schon von sehenden Steinen? Da, sein Geist ist schwach. Wer führt die Suche nach dem Palantir? Der Hauptmann, der den Suchtrupp führt, ist in der Unterstadt. Dann wird er nicht weit kommen. Wir verschwenden unsere Zeit hier unten. Worauf warten wir noch? Es sind die Waldläufer! Hinterher! Von allen Arten Fleisch ist Mensch. Es ist der Grabwandler! Ich dachte, er sei tot! Ist er auch! Talion, der Bogen. Gondoraner sieht es schlecht aus. Wir müssen ihnen helfen. Der Palantir ist ein mächtiges Artefakt. Wenn wir ihn besessen, könnten wir das Blatt wenden.
Seite statt mit aller Kraft. Wir müssen ihre Hauptmänner ins Visier nehmen. Die Geisterwelt wird ihn offenbaren. Ashgarn. Seht, kommt ihr zu mir. Fasst ihn nicht an. Ich sage es noch einmal. Fasst ihn nicht an. Wenn er euch nicht umbringt, tu ich es. Oh, ich habe viel von dir und deinem Geist gehört. Davon, dass du nicht sterben kannst. Finden wir heraus, ob es stimmt. Ich zerquetsche. Ich bin nicht mehr. Ein guter Treffer. Ich habe meine Brüder nicht. Ihr werdet dich nicht angehen. Ich bin zu schnell für dich. Weil ihr stirbt. Was tust du hier ganz allein? Mein Kommando ist in der Unterstadt in eine Falle geraten. Wie viele wart ihr? Nicht genug. Minas Ithil steht noch. Uns droht der Verlust der Mittelstadt. Sie schließen das Tor, falls noch nicht geschehen. Wir müssen dort hoch, so schnell wir nur können. Ich werde dir folgen. Warte. Wie ist dein Name? Idril. Talion. Versuch Schritt zu halten, Talion. Wir haben schon genug Männer verloren. Ich weiß nicht, wer du bist, doch ich danke dir. Therion braucht unsere Hilfe. Wir können ihn nicht zurücklassen. Hierher zu kommen war ein Fehler! Es ist wie in Kankras Vision. Wenn Saurons Armeen den Palantir erlangen, wird ganz Mittelerde dasselbe Schicksal ereilen.
Schild auf den Weißläufer! Das sieht nicht gut aus! Das tut es schon seit Wochen nicht. Dago und seine Mannen sind bei der Arena. Wir müssen ihnen helfen. Wo wollt ihr hin? Stellt euch und kämpft! Du bist gekommen, um zu sterben. Wir haben die Mittelstadt verloren. Versammelt euch am Tor. Bewegung. Wir geben euch Deckung. Rückzug in die Oberstadt. Schließt sich gleich! Wir sind direkt hinter euch! Stirbst! Ich rette dich! Die Mittelstadt ist verloren! Wir ziehen uns zurück! Los! Los! Du willst dich zerquetschen! Hey, Tebel Dagur! Wir ziehen uns zurück! Die Mittelstadt ist verloren! Aber vorher erledigen wir diese dreckigen Trunks! Sie versiegeln das Tor! Vorwärts! Komme nach. Geh. Lass die Schützen Unterstützung geben. Die Mittelstadt ist verloren. Wir haben ihnen schwere Verluste zugefügt, doch wir konnten sie nicht halten. Dann entscheidet sich unser Schicksal hier. Der innere Wall ist der stärkste und wir haben genug Schützen. Wir sind den Orks sowohl in Zahl als auch in Stärke unterlegen. Oh, wir haben Saurons Truppen schon einmal aufgehalten. Doch wir mussten viele Verluste hinnehmen. Ja, mussten wir. Geh zur großen Halle. Sichere die Relikte. Ich gehöre hierhin. Sorg dafür, dass sie heil in Henedanunam kommen. Ist das ein Befehl? Versteh doch, Idri. Wir müssen schützen, was uns kostbar ist. Um jeden Preis. Ja. Das ist ein Befehl. Dann werde ich ihn befolgen. Doch beim nächsten Angriff stehe ich wieder am Wall.
Ein Waldläufer vom Schwarzen Tor? Ich dachte, ihr wärt alle tot. So ist es auch. Wenn du gekommen bist, um Minas Ithil zu verteidigen, dann melde dich bei Hauptmann Baranor. Ich will nicht eurer Armee beitreten, General. Ich suche den Palantir. Er muss beschützt werden. Beschütze die Stadt, dann ist auch der Palantir sicher. Allerdings attackieren unsere Kommandos feindliche Hauptmänner in der Unterstadt. Ihr wollt Terror in ihren Reihen verbreiten? Ja. Es wird Zeit, dass sie lernen, was Furcht ist. Die Männer sind versammelt, General. Wir müssen den Palantir bergen. Die Stadt ist schwach und sie wird nicht mehr lange halten. Wir können die Gondoraner nicht im Stich lassen. Castamir hat recht. Schützen wir die Stadt, schützen wir den Palantir. Sie. Die Türme tragen sein Zeichen. Diese Türme gehörten einst mir. Jetzt dringt Saurons Verderbnis über die Grenzen Mordors hinaus. Er verhöhnt mich. Sie sind sein Augenlicht. Nicht ohne den Palantir. Wir werden sein Griff um Minas Ithil lösen. Wir werden das Blatt wenden. Die Helldier sind bloß dunkle Schatten des Palantirs. Doch wir können Saurons Macht gegen ihn verwenden. Die Türme könnten unsere Augen sein. Wir läutern sie. Und nehmen sie ein. Adligui und Hen Amornios. Hier sehen wir alles, was verloren ging und alles, was verloren sein wird, wenn sich seine Verderbnis ausbreitet. Steht auf den Ruinen meines Reiches und doch ist noch einiges erhalten. Dies sind meine Gräber, geschützt vor Saurons Blicken. Dort wirst du sehen, warum wir meinen Ring retten müssen. Ich kann dir zeigen, wie du Mordor eroberst. Solange Gondor dadurch sicher bleibt. Jetzt habe ich!
Ich kenne diesen Ort. Ich kämpfte hier vor langer Zeit. Er scheint nun ruhiger. Irgendein Ort vor Sauron sicher ist, sind es diese Hügelgräber. Zeichen dessen, dass selbst die Macht des dunklen Herrschers ihre Grenzen hat. Vor langer Zeit marschierte meine Armee gen Mordor. Wir begruben unsere Gefallenen in Hügelgräbern wie diesen. Unsere stärksten Krieger ruhen in diesen Hallen, geschützt durch mächtige Magie. Und wir nutzten all unsere Künste, um die Kräfte der Elben in der Schlacht einsetzen zu können. Und du hattest den einen Ring? Ja. Und mit ihm schuf ich eine Armee. Ich führte den Sturm gegen Sauron an. Als Sauron seinen Verrat enthüllte, erhob ich die Waffen. In meinem Zorn war ich entschlossen, ihn für seine Täuschung zu bestrafen. Der neue Ring, unser Ring, trägt kein Zeichen seines Schattens. Er ist perfekt. Bleibt vorerst verloren. Doch den Palantir können wir schützen. Dann gehen wir zur großen Halle.
Idril ist dort. Vielleicht kann sie uns helfen. Thank you.
Ich durchwandelte die Täler und Wüsten, die Felsen Gorgoroths, die Felder von Nurn. Ich ließ Teile meiner selbst zurück. Ich brauchte sie nicht mehr. Andere verlor ich. So veränderte ich mich. Man kann nicht... Wenn wir noch mehr Hauptmänner verlieren, kann bald niemand mehr die Armee anführen.